Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Outland mit eurem Gabriel Saro. Und wir sind heute in der Folge dabei, den nächsten Wächter, den Garrosh, zu machen. Die geflügelte Schlange. Wobei ich natürlich durchaus mal wieder sehr gespannt bin. Vor allem, ich habe ja jetzt kaum noch irgendwelche Special-Dinger. Von daher bin ich da ein wenig skeptisch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich werde das nicht so schnell wechseln können. Ich kenne mich doch. Schnell, Junge! Wie soll man denn hier die Mützen... Kontrollpunkt aktiviert, jawohl! Vor allem, wenn ich dann das nächste Mal... Entschuldigung. Wenn ich das nächste Mal dann hier starte, dann hoffentlich doch mit voller Energie... Wie soll man denn diese Kackmünzen hier kriegen? Also, das ist doch gar nicht machbar, ey. Wosch. War cool natürlich, dass die ganzen Elemente... Den Mann! Scheiße! Ich hab nur einmal Energie verloren. Und einmal wieder Energie dazu bekommen. Ich kriege dich, hoffentlich. Kontrollpunkt aktiviert, super. Das Gute, also das ist eigentlich echt cool gemacht immer, dass diese Gegner in einzelne, also auch vor allem, dass man nicht dann sofort wieder von Anfang an spielen muss. Hallo? Ich würde sagen, das einfach nur überstehen. Warte mal. Moment mal. Aha! Zum Glück habe ich so schnell geschaltet, ey. Wow! Okay, das fand er ganz toll. Ja, ich pfeife dann immer, merke ich. Okay. Wow, 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 wow. Fuck, 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 fuck. Blau bleiben, blau bleiben, blau bleiben, blau bleiben, blau, rot, rot, blau, grün. Was? Ich bin quasi erledigt. Nein, da lag ein Herz. Scheiße, da lag ein Herz. So verfluchter Mist, ey. Okay, man sieht auf jeden Fall. Jetzt habe ich wieder volle Energie. Und ich muss zumindest diese Laufpassage nicht mehr bewerkstelligen. Und welche Farbe haben wir? Womit fängt es denn hier an? Hä? Ach so, noch mit gar keiner. Na, so viel Energie gibt es aber auch nicht abgezogen, oder? So, ganz hier in Ruhe und ganz relaxed bleiben, weil Hektik nützt mir hier rein gar nichts. Einmal getroffen zu werden, ganz ehrlich, vollkommen in Ordnung. Ha,
Also damit kann ich total gut leben. Genau, einmal schießen, Farbe wechseln. Rot bleiben. Blau, rot bleiben. So, dann erstmal als Rot hier hinkommen. Super. Dann blau. Wow. Bin immer noch blau, Mist. Super. Wow. Was? Muss ich jetzt? Ach, warte mal, da vorne ist blau. Scheiße. Ich komme da nicht hin. Ich hab's nicht geschafft. So ein Dreck, ich kam nicht durch. Die geflügelte Schlange. Ich habe auch eine geflügelte Schlange als Haustier, welches immer die ganze Zeit rummiaut. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, hier ganz zum Schluss war dann irgendwie die Kopfbedeckung ab. Also muss ich da unbedingt mal einen Blick drauf werfen gleich. Mist! Mann! Naja, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wofür 10-mal Energie gut sein kann. Diese scheiß Drecksbomben, ne? Geh mir sowas von auf den Senkel und vor allem hier vorne immer. Man kann gar nicht so schnell wechseln. Jetzt mal ohne Witz, ey. So, das war das zweite Mal und jetzt kommt noch ein drittes Mal. Und danach ist nämlich die Schutzkleidung von diesem... Wow. So, wenn ich hier stehen bleibe, dann werde ich getroffen. Ist das nicht geil? Sag mal. Oh Gott. Also wir halten mal fest, dreimal hinten auf die Dinger zu springen, völlig legitim und in Ordnung. Dann habe ich ja gerade gesehen, einmal auf den Kopf hauen. Auch völlig legitim und in Ordnung. Das Blöde ist nur, wenn ich jetzt noch einmal so eine Special-Fähigkeit hätte. Oder wirklich noch ein, zweimal mehr. Das wäre richtig praktisch. Aber... Tja, so ist es. Manchmal. Boah, ich hab's endlich mal geschafft, da nicht getroffen zu werden. Da bin ich gerade sehr stolz auf mich. Blablabla. Bei einmal getroffen zu werden, ist da auch völlig legitim und alles cool. Und alles voll in Ordnung hier vorne. Das ist ein bisschen fieser in der ganzen Geschichte. So. Ich laufe jetzt mal weiter einfach nach hinten. Weil ich sehe da vorne gerade... Scheiße, scheiße, scheiße!
Male. Dann kann ich ja hier quasi stehen bleiben. Und mir hier ein bisschen Energie einheimsen. Wenn ich natürlich nicht das Herz zerkloppe. So, ganz cool und relaxed bleiben. Ja, das ist natürlich jetzt mal mehr als praktisch. Ah, ja, ich kämpfe mir so lange dieses scheiß Herz und dann sowas. Wird denn diese Special-Anzeige aufgeladen? Komm schon, ich brauche noch ein Herz für Papa. Kann natürlich auch sein, dass ich nicht mehr kriege. So, da muss ich mich jetzt hier durchkämpfen. Scheiße. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich musste einfach nur mit Blau drauf kloppen. Und natürlich nicht mit Rot. Oh, Gott sei Dank hab ich ihn. Mann. Also auch wieder der Gegner so gesehen. Eigentlich gar nicht so tricky, wie eigentlich gedacht. Und wir sind einmal wieder am Scheideweg der Welt. When the world was young, the winged serpent taught mankind the secrets of the gods. Fire and life were his gifts. Die geflügelte Schlange. Als die Welt noch jung war, lehrte die geflügelte Schlange der Menschheit die Geheimnisse der Götter. Feuer und Leben waren ihre Geschenke. But the fate of the sisters angered him, and when they were sealed in the temple of eternity, his teachings became as dust. Now all that is left of him is the thunder. Aber das Schicksal der Schwestern machte sie wütend, und als sie im Tempel der Ewigkeit eingeschlossen wurden, wurden ihre Lehren zu Staub. Jetzt ist von ihr nur noch der Donner geblieben. Ja, ich hab doch auf Fortsetzen. Dann drücke ich halt auf der Tastatur. Was passiert nun? Ewigkeit an den Küsten der Zeit. And so the warrior, the man of two souls, reached the gates of the Temple of Eternity. This was a place outside the world, where the sisters had dwelt since their imprisonment by the gods. Here they had waited, timeless, for the chance to escape and unmake reality, so that they might create it endlessly anew. Here now, their fate would be decided by the actions of a lone hero. Eintritt in die Ewigkeit. Und so erreichte der Krieger die Tore des Tempels der Ewigkeit, der Ort, an dem die Schwestern seit ihrer Gefangennahme lebten. Hier hatten sie auf die Chance gewartet, zu fliehen und die Wirklichkeit ungeschehen zu machen, um sie wieder endlos von Neuem erschaffen zu können. Hier würde sich jetzt ihr Schicksal durch einen einsamen Helden entscheiden. So, ich habe gerade gesehen, ich habe was vorgelesen, aber ich habe leider das Mikrofon ausgeschaltet. Clever, clever. Aber gut, ihr habt es ja prinzipiell selber gelesen. Das Blöde ist nur, mein Gamepad funktioniert nicht mehr. Deswegen muss ich das Spiel hier pausieren. Ne, wisst ihr was? Wir haben jetzt 15 Minuten rum. Dann wird das heute eine etwas kürzere Folge.
dann stelle ich einmal die Sachen wieder ein bisschen um, finde heraus, wieso mein Gamepad auf einmal nicht mehr funktioniert. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und ich bin mal wirklich gespannt, wie es hier weitergeht. Bis dahin, euer Gabro und ciao.